Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Herzlich willkommen zu einem weiteren Starter Guide zu Saison Nummer 25. Im heutigen Video setzen wir uns mit dem Start in Saison Nummer 25 mit dem Mönch auseinander. Wie startet so ein Mönch eigentlich schnell und komfortabel in so eine neue Saison? Welches Starter-Set bekommen wir diesmal aus der Saisonreise als Belohnung? Was machen wir mit den Belohnungen aus dem Herausforderungsportal? Spielt das Season-Thema vielleicht auch noch eine entscheidende Rolle? Und natürlich widmen wir uns abschließend auch immer noch mal der Frage, wie bewerkstelligen wir eigentlich Etappe 4 der Saisonreise abzuschließen, um dann danach ein vollständiges Klassenset unser eigen zu nennen? All diese Fragen klären wir jetzt hier im Video. Dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. Bevor wir jetzt aber in das eigentliche Video so richtig reinstarten, hier erstmal noch ein paar ganz kurze Informationen. Auf jeden Fall möchte ich nochmal auf die Videobeschreibung hinweisen. Dort findet ihr jede Menge Links. Das ist mittlerweile eine ganze Sammlung geworden, die euch beim Start in eine Saison weiterhelfen. Nicht unbedingt zwanghaft nur als Mönch, aber natürlich klar unter dem Mönch Starter Guide. Selbstverständlich hauptsächlich mönchbezogen. Ihr findet dort einen Level-Guide verlinkt, ihr findet dort eine PDF-Übersicht verlinkt, in der ihr nochmal den kompletten Überblick über den Saisonstart von Saison Nummer 25 habt, mit wirklich den wichtigen Schritten, die zu tun sind, und natürlich auch den ganzen Tipps und Tricks für die einzelnen Klassen, was sich aufzuwerten lohnt und was wir mit den Blutsplittern machen und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal in diese Videobeschreibung reinzugucken und den einen oder anderen Link eventuell auch anzuklicken. Das Weitere, was ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal sagen möchte, ist ein richtig fettes Dankeschön. Und zwar geht das an meine Kanalmitglieder. Insbesondere hervorheben möchte ich hierbei die Kanalmitglieder, die eine Mitgliedschaft auf Stufe 3 abgeschlossen haben. Leute, vielen Dank für den Support. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dankeschön. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, eigentlich möchte ich hier auf diesem Kanal gar keine weiteren Diablo 3 Videos verpassen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal und mich mit einem Abo unterstützen würdet. Okay, perfekt, dann können wir jetzt auch so richtig loslegen. Das Wichtigste, was wir natürlich tun müssen, wenn wir mit dem Mönch in eine neue Saison starten möchten, dass wir uns einen neuen Charakter erstellen. Natürlich einen Mönch. Ganz wichtig dabei, erst nachdem die Meldung gekommen ist, dass die Saison auch wirklich angefangen hat. Auf dem PC startet die Season 25 übrigens am Freitag, dem 10.12. um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ihr erstellt also einen neuen Charakter, vergebt einen Namen. Und nachdem ihr den Charakter erstellt habt, ist es immer ganz sinnvoll, hier so einen kleinen Gefährten sich einzupacken, der dann fortan das Gold für einen aufsammelt. Ist nur so ein ganz kleiner Mini-Part, aber wird gerne vergessen. Ich selber vergesse das auch regelmäßig, immer in den Season-Start-Streams ist das schon so oft passiert. Deswegen sage ich es lieber ein paar Mal dazu vorher, damit ich vielleicht auch diesmal dran denke. Nachdem ihr das gemacht habt, wäre es sehr ratsam, das Herausforderungsportal abzuschließen. Herausforderungsportale, das ist ein Spielmodus in Diablo 3, den ihr euch freischalten müsst, indem ihr ein einziges Mal auf eurem Account ein großes Nephalem-Portal erfolgreich abgeschlossen haben müsst. Danach ist das freigeschaltet und ihr könnt jederzeit an diesen Herausforderungsportalen teilnehmen. Ganz wichtiger Punkt, Leute. Ich sage das in jedem dieser Starter-Guides dazu und ich weiß, vielen Leuten hängt das zum Hals raus, die können das nicht mehr hören, aber es ist wirklich so wichtig, dass ich es auch diesmal wieder dazu sage, bitte schließt das Herausforderungsportal erst ab, nachdem die Saison angefangen hat und nachdem ihr einen Charakter in der Saison erstellt habt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ansonsten habt ihr überhaupt keine Möglichkeit mehr, hier an dieses Belohnungswürfelchen zu kommen. Und mit diesem Belohnungswürfelchen steht und fällt der schnelle Start in so eine Season. All diese Tipps und Tricks, diese ganzen Kniffe, diese ganzen Gimmicks, die wir jetzt hier gleich machen werden im Video, die basieren auf dieser Belohnung und wenn man die halt nicht bekommen kann, dann kann man den Großteil der Sachen hier auch gar nicht irgendwie was abgewinnen. Dementsprechend, ganz, ganz wichtig, Herausforderungsportal erst nach Saisonbeginn abschließen. Solltet ihr Probleme dabei haben, das Herausforderungsportal abzuschließen, weil ihr solo unterwegs seid, dann empfehle ich immer ganz gerne dazu, macht das einfach in einer Gruppe. Entweder ihr spielt eh in einer Gruppe, dann ist das gar nicht der Rede wert. Aber solltet ihr solo leveln wollen, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, dieses Herausforderungsportal in einer Gruppe zu spielen, indem ihr hier über das öffentliche Spiel geht. Kann ich nur empfehlen, je mehr Leute dabei sind, desto wahrscheinlicher ist die Chance, dass ihr das gleich im First Try halt auch erledigt. Nachdem ihr das Ganze abgeschlossen habt, startet ihr ein Spiel im Abenteuermodus und sackt euch erstmal die fette Belohnung ein. Sobald ihr im Spiel angekommen seid, packt ihr natürlich als allererstes mal die Belohnung aus dem Herausforderungsportal aus und ihr werdet da drin finden 5 Millionen Gold,
35 Atem des Todes, 475 Blutsplitter, jede Menge Handwerksmaterialien und auch die Kopfgeldmaterialien aus jedem einzelnen Akt. All diese Sachen werden wir jetzt natürlich gleich versuchen, gewinnbringend einzusetzen. Vorher möchte ich aber noch einmal ganz kurz mit euch über das Saisonthema sprechen. Das Saisonthema in Saison Nummer 25 sind die sogenannten Seelensplitter. Das sind so eine Art Edelsteine, die man entweder in den Helm oder in die Waffe sockeln kann. Diese Seelensplitter haben die Eigenschaft, dass sie eine garantierte Drop-Chance haben, also dass sie zu 100% bei den Bossgegnern hier im Abenteuermodus fallen gelassen werden. Alles, was ihr dazu tun müsst, ihr müsst einfach nur einen Boss töten. Das ist hier in Akt 1 zum Beispiel der Skelettkönig oder Königin Aranee, den Schlechter könnt ihr auch killen und ihr werdet auf jeden Fall einen solchen Seelensplitter bekommen. Es geht hierbei tatsächlich gar nicht so sehr um den Seelensplitter als solches. Wir haben während der Levelphase sowieso keine Möglichkeit, diese aufzuwerten. Und in der Basisversion dieser Edelsteine ist es so, dass die zwar einen positiven Effekt mitbringen, aber auch einen negativen Effekt, sodass die für uns zum Leveln gar nicht so stark sind, so mächtig sind. Aber diese Edelsteine haben des Weiteren den Effekt, dass wir sie beim Schmied zerlegen können. Und wenn wir diese Seelensplitter beim Schmied dann zerlegen, dann erhalten wir ganz normale Edelsteine. Das Schöne daran ist, dass diese Edelsteine mindestens die Stufe Markise haben. Das heißt also, die sind schon relativ hoch. Und wir können sogar auch imperiale Edelsteine bekommen. Und mit ganz, ganz viel Glück sind es sogar makellos königliche Edelsteine, also die höchsten Edelsteine im Spiel. Was wir hierbei natürlich haben möchten, sind logischerweise die Rubine, denn Rubine helfen uns beim Leveln gleich zweimal weiter. In den Helm gesockelt geben sie uns einen massiven Bonus auf die gesammelten Erfahrungspunkte und in die Waffe gesockelt geben sie uns einen sehr, 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 sehr starken Buff auf unseren Schadensoutput. Dementsprechend empfiehlt es sich, diese Bossgegner so lange zu töten, bis jedes Mitglied in der Gruppe zwei Rubine zur Verfügung hat und dementsprechend halt immer wieder diese Seelensplitter zu zerlegen. Denn es ist tatsächlich vom Zufall abhängig, welche Farbe an Edelstein, welche Art Edelstein dort rauskommt. Dementsprechend einfach so lange, zum Beispiel Soltun Kul in Akt 2 töten, der ist sehr schnell zu erreichen, der Weg zu Soltun Kul ist super kurz. Einfach so lange den Boss killen, bis jeder in der Gruppe tatsächlich zwei Rubine abgegriffen hat. Wunderbare Geschichte, hilft uns massiv weiter beim Leveln und solltet ihr auf jeden Fall bedenken, wenn ihr jetzt in die Season reinstartet. Nachdem wir das dann erledigt haben, fangen wir jetzt mal an, diese ganzen Belohnungen aus diesem Herausforderungsportal auch auszugeben und damit halt wilde Sachen anzustellen. Als allererstes gehen wir mal zum Schmied, werten diesen Kollegen hier auf Stufe 12 auf und ganz wichtiger Punkt, dafür benötigen wir schon einen Atem des Todes. Sprich, wenn ihr dieses Würfelchen aus dem Herausforderungsportal nicht habt, hört das Ganze hier schon auf und ihr könnt das schon nicht mehr tun. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr gleich postwendend hier oben zu Myriam. Das ist die zweite Handwerkerin, die wir dann auch auf Stufe 12 aufwerten. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch das können wir gleich ganz am Anfang schon tun. Nachdem wir das gemacht haben, ist im Prinzip der Part mit den Handwerkern auch schon abgehakt und wir können uns jetzt darum bemühen, eine Waffe aufzuwerten über Kanais Würfel. Logischerweise, wenn wir etwas mit Kanais Würfel anstellen wollen, dann brauchen wir den auch erstmal, denn bei so einer neuen Season steht der leider Gottes nicht in der Stadt rum, sondern wir müssen den jedes Mal aufs Neue organisieren. Den finden wir nach wie vor in Akt 3 in den Ruinen von Sescheron. Wir porten uns da einfach hin, decken die gesamte Karte auf, suchen dann den Eingang zum Sanktum der Ältesten. Im Sanktum der Ältesten decken wir auch wiederum die ganze Karte auf, suchen einen kleinen viereckigen Raum, in dem Kanais Würfel auf einem Podest auf uns wartet. Einmal angeklickt steht er uns für die gesamte Saison zur Verfügung und wir haben diesen Punkt auch schon wieder abgehakt. Wenn wir dann wieder in der Stadt angekommen sind, Kanais Würfel beschafft haben, dann gehen wir zurück zu Hedrick, unserem Schmied, und lassen uns vom Schmied einen Daibo herstellen. Ein Daibo der Stufe 70, ein gelbes Item, einen gelben Gegenstand, Daibo der Stufe 70. Den packen wir uns ins Inventar und schleppen ihn sogleich zu Kanais Würfel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Daibo in einen legendären Gegenstand aufzuwerten. Das machen wir über das dritte Rezept, Kanes Hoffnung, seltenen Gegenstand aufwerten. Dazu schmeißen wir den gelben Gegenstand da rein, werfen die Handwerksmaterialien dazu und geben noch schnell ein Stoßgebet ab, denn die Chancen, dass wir hier was Brauchbares erwischen, sind beim Mönch gar nicht mal so gut.
aber wenn wir Glück haben, sind richtig, richtig gute Optionen dabei. Wir schauen mal, was wir jetzt hier bekommen und danach zeige ich euch natürlich auch noch, welche Optionen überhaupt zur Verfügung stehen. Okay. Das ist natürlich der absolute Worst Case. Das Teil hier ist überhaupt gar nicht zu gebrauchen für uns. Das ist die absolute Niete. Der Zong, nennt es, wie ihr es nennen wollt, auf jeden Fall können wir damit zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nichts anfangen, aber haben dann für später wenigstens schon mal einen Teil vom Inner Set. Wie gesagt, hätten hier auch tatsächlich sehr brauchbare Ergebnisse bei rauskommen können und ich zeige euch jetzt natürlich auch noch die, die wir wirklich gut hätten gebrauchen können. Wir fangen mal an mit dem Gleichgewicht. Das ist ein sehr hoher Multiplikator für den Skill Gewitterfront. Und dann hätten wir auch noch zur Verfügung den Weihrauchstab des großen Tempels. Das ist ein Multiplikator für Woge des Lichts. Und dann haben wir auch noch den fliegenden Drachen. Der ist jetzt nicht ganz so toll, aber wäre auch noch zu gebrauchen gewesen. Und der Fluss der Ewigkeit wäre auch noch in den möglichen Daibos enthalten gewesen. Wie gesagt, wir haben jetzt keine gute Option davon getroffen. Sollte euch das genauso gehen, ist das gar nicht so dramatisch. Aber wir werten zuerst dieses Daibo auf und geben danach unsere Blutsplitter aus. Denn je nachdem, welches Daibo wir hier bekommen, können wir dann halt unsere verwendeten Armschienen eventuell noch dazu ergambeln von Kadala. Oder wenn wir jetzt so, wie wir jetzt hier komplett leer ausgegangen sind, würde ich empfehlen, tatsächlich auf die Schuhe zu gambeln. Wir gehen mal rüber zu Kadala und dann sprechen wir noch mal ganz kurz darüber. Kadala hat die Eigenschaft, dass wir ab Stufe 1 schon Blutsplitter ausgeben können, wenn wir denn welche haben. Und wir haben eben 475 Blutsplitter aus dem Herausforderungsportal Belohnungswürfelchen erhalten. Und wenn wir da jetzt Rüstungsgegenstände bei Kadala für einkaufen, dann haben wir 19 Versuche zur Verfügung, um uns eventuell ein sehr brauchbares Item zu besorgen. Auf den unteren Leveln gibt es auch tatsächlich nicht viele legendäre Gegenstände, die überhaupt von Kadala erhalten werden können. Und das machen wir uns hier zunutze. Wir haben hier die Möglichkeit, entweder Armschienen zu ergambeln. Das können sehr brauchbare Armschienen sein, die auch mit den entsprechenden Daibos harmonieren. Deswegen immer erst das Daibo aufwerten, wenn wir da was getroffen haben. Wenn wir zum Beispiel das Gleichgewicht getroffen haben, suchen wir uns natürlich Caesars Andenken hier als Armschienen. Die sind auch im Lootpool enthalten. Da wir jetzt keinen guten Daibo getroffen haben, gehen wir jetzt hier auf die Stiefel und wollen natürlich sehr, sehr gerne die gröbsten Stiefel haben. Mal gucken, ob uns das in 19 Versuchen gelingt. Nein, okay. Ich habe sogar einen Versuch zu viel gemacht und ich habe zweimal die Rivera-Tanzschuhe erhalten. Auch diese Stiefel geben uns natürlich einen kleinen Bonus und auch diese Stiefel sind ein Multiplikator, so dass wir natürlich auch mit dem fegenden Tritt jetzt definitiv einen Multiplikator zur Verfügung haben. Sehr, sehr schade, dass das nicht geklappt hat. Normalerweise hätten hier, wie gesagt, auch die gröbsten Stiefel bei rauskommen können. Die sind ein sehr, 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 sehr guter Multiplikator für den mystischen Vertrauten und hätten uns alleine durch die Levelphase getragen. Ist alles halb so schlimm, kann ja nun auch nicht immer klappen mit dem Glücksspiel hier am Anfang. Was ich an dieser Stelle aber auch immer noch mal dazu sagen muss, wenn ihr Glück hattet und gleich bei den ersten Versuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, okay, ich nehme hier diese Rivera-Tanzschuhe, dann hätte ich 2 Versuche gebraucht und hätte aber noch 17 Versuche offen und hätte versuchen können, mir Leoriks Krone zu ergambeln. Bei jeder Klasse ist Leoriks Krone auf den unteren Leveln im Lootpool und Leoriks Krone ist auch für jede Klasse ein absoluter Gewinn. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Okay, damit haben wir auch Kadala abgeschlossen. Die Blutsplitter sind ausgegeben. Wie gesagt, ihr findet unten unter dem Video ein PDF verlinkt, in dem ihr nochmal eine Übersicht habt, welche Klasse welche Items ergambeln kann. Da könnt ihr zur Not nochmal nachschauen, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, was ihr überhaupt haben möchtet. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist, dass wir uns eine Level 70 Waffe herstellen werden und versuchen werden, dort eine Stufenreduktion drauf zu rollen. Uns also dadurch die Möglichkeit geben, diese Level 70 Waffe eventuell sogar schon auf Stufe 40 tragen zu können, was natürlich ein absoluter Gewinn für uns wäre.
Dazu gehen wir erneut zu Hedrick. Hedrick bitten wir diesmal darum, eine Zweihand-Axt herzustellen. Diese Zweihand-Axt sollte gelb sein und sollte Stufe 70 haben. Und diese Zweihand-Axt sollte nach Möglichkeit die beiden Werte Leben pro Treffer im primären Wertebereich und einen Gegnerkontrolleffekt im sekundären Wertebereich enthalten. Das wäre das Optimum. Wir schauen mal, wie glücklich wir hierbei sind. Perfekt, das ist ein absoluter Glücksgriff. Das war die erste Waffe, die wir hergestellt haben. Denn ihr müsst natürlich bedenken, ihr könnt am Anfang nicht unbegrenzt solche Waffen herstellen. Ihr habt nicht die Materialien dazu. Und wir müssen jetzt natürlich auch noch ein paar Materialien und insbesondere auch ein bisschen Gold aufwenden, um dieses Item noch weiter zu bearbeiten. Ich stelle mal jetzt hier einfach noch eine her, um das zu simulieren, warum das so wichtig ist, dass diese Werte dort drauf sind. Und gehe dann mit diesen beiden Waffen zu Myriam, der Handwerkerin, und gebe eine solche Axt hier rein. Wir haben jetzt hier bei Myriam die Möglichkeit, einen einzigen Wert auszutauschen. Und es geht uns um diesen sekundären Bereich hier. Wir haben hier auf dem Item im sekundären Wertebereich einmal getötete Gegner gewähren 126 Erfahrung und 4,4% Chance pro Treffer, Gegner mit Furcht zu erfüllen. Wenn ich jetzt hier mal auf dieses Fragezeichen klicke, seht ihr, dass hier relativ viele Optionen zur Auswahl stehen und unter anderem der Wert Stufenanforderung um 2 bis 30 reduziert dabei ist. Diesen Wert möchten wir jetzt unbedingt auf dieses Item bekommen. Da die Chancen hier relativ schlecht stehen, versuchen wir es einfach mit dem anderen Wert, dem anderen sekundären Wert, dem Wert, der nicht der Gegner-Kontrolleffekt ist, denn es ist unmöglich, zwei Gegner-Kontrolleffekte auf einem Item zu haben. Dementsprechend ist die Liste der möglichen Optionen hier deutlich reduziert und wir haben hier gerade mal noch 3 verfügbare Stats und einer davon ist die Stufenanforderung um 2 bis 30 reduziert. Und das ist natürlich jetzt auf den ersten Blick ersichtlich, dass es jetzt deutlich wahrscheinlicher ist, dass wir diesen Stat auf das Item bekommen werden, wenn wir nur 3 mögliche Werte da zur Verfügung haben. Warum jetzt das ganze Thema mit dem Leben pro Treffer hier im oberen Wertebereich? Ich lege nochmal diese andere Axt hier rein. Und hier haben wir diesen Leben pro Treffer Wert nicht dabei und haben aber im unteren Bereich diesen Gegner-Kontrolleffekt. Wenn ich jetzt hier nochmal reingucke, dann sehe ich, dass ich hier einen Wert mehr zur Auswahl habe und das ist das Leben pro getötetem Gegner. Leben pro getötetem Gegner und Leben pro Treffer schließen sich gegenseitig aus. Deswegen können wir hier diese Auswahl noch um einen weiteren Wert reduzieren, wenn wir eine Waffe erwischen, die sowohl Leben pro Treffer und auch einen Gegner-Kontrolleffekt auf dem Item enthalten hat. Wir exerzieren das Ganze jetzt mal durch und wählen jetzt natürlich hier den Wert, wo nur 3 zur Verfügung stehen und gucken mal, wie viele Versuche wir jetzt tatsächlich brauchen. Denn auch hier ist es natürlich so, am Anfang haben wir gar nicht die Möglichkeit, so viele Versuche da reinzugeben. Jedes Mal, wenn ich da draufklicke und das neu auswürfeln lasse, kostet das jede Menge Gold. Wir haben nicht unbegrenzt Gold zur Verfügung und dementsprechend müssen wir uns die Chance so groß wie nur irgendwie möglich machen. First Try, Stufenanforderung um 28 reduziert, ist natürlich wie der 6er im Lotto, das ist wunderbar. Ich könnte jetzt diese Axt mit Stufe 42 schon tragen. Man könnte jetzt natürlich noch weiter das Ganze ausreizen, aber ich denke 28, damit würde ich mich auf jeden Fall, hier haben wir es gleich nochmal, zufrieden geben. Ich würde tatsächlich nicht mehr als 6 bis 7 Versuche auf eine Axt draufgeben. Danach würde ich eher versuchen, nochmal eine neue Axt herzustellen, weil, wie gesagt, die Goldkosten einfach sonst ins Unermessliche steigen. Ja, also ihr seht schon, der Stat ist fast jedes Mal dabei, aber mehr als 28 wird es auch nicht werden. Und dementsprechend belassen wir es auch einfach dabei. 28 ist wunderbar. Wie gesagt, ab Stufe 42 können wir jetzt eine 3000 DPS Waffe tragen und können uns damit natürlich die Levelphase weiter verkürzen. Damit sind wir dann auch am Ende der ganzen Vorbereitung angekommen und setzen uns jetzt natürlich abschließend noch mit dem Thema auseinander, wie schaffen wir es jetzt, Etappe 4 der Saisonreise abzuschließen, ohne dass wir über ein vollständiges 6er-Set verfügen. Jeder, der Diablo kennt, der weiß, okay, die fetten Schadensboni
sind in dem 6er-Bonus der Item-Sets versteckt und ein solches haben wir nicht. Wir haben mit dem Mönch die Möglichkeit, das Set Gewandung des Affenkönigs zu erhalten, also Sun Wukus Set. Und dieses Set erhalten wir, wenn wir Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise abschließen. Etappe 2 und 3 abzuschließen bedarf keiner Erklärung, das ist super easy, das schafft jeder ohne irgendwelche Anleitungen dazu. Etappe 4 sieht da schon ein bisschen anders aus. Für Etappe 4 müssen wir ein großes Nephalem-Portal der Stufe 20 absolvieren im Solo-Spiel. Und das ist ohne ein komplettes Itemset gar nicht mal so leicht, wenn wir jetzt nicht auch irgendwie irgendwelche Items mit Multiplikatoren gefunden haben. Sprich, wenn wir jetzt wirklich einfach Pech gehabt haben beim Aufwerten, Pech gehabt haben während der Levelphase, einfach keine gute Ausrüstung zur Verfügung haben. Und genau das gucken wir uns jetzt an, wie das trotzdem wunderbar geht. Dazu wechsle ich einmal ganz kurz den Charakter. Und auf dem anderen Mönch angekommen, seht ihr hier schon meine Ausrüstung. Da habe ich jetzt 4 Teile von dem Set Gewandung des Affenkönigs an. Diese 4 Teile, wie gesagt, erhalten wir, wenn wir Etappe 2 und Etappe 3 der Saisonreise abschließen, was wiederum wirklich überhaupt gar kein Problem sein sollte. Den Rest der Ausrüstung hier, das sind alles gelbe Items, die ich mir entweder habe vom Schmied herstellen lassen oder aber beim Schmuck natürlich logischerweise vom Juwelier herstellen lassen. Auf jeden Fall habe ich hier wieder versucht, den absoluten Worst Case, das schlechtmöglichste Szenario zu simulieren. Wir haben keinerlei Multiplikatoren, die wir in irgendeiner Art und Weise noch hier verwerten können, sondern wir haben lediglich den 2er und den 4er Bonus von Sun Wukus. Der 2er-Bonus lautet hier, reduziert euren erlittenen Schaden um 50%, während reißender Wind aktiv ist. Jede Sekunde erschafft reißender Wind einen Lockvogel neben dem letzten getroffenen Gegner. Der Lockvogel verspottet Gegner in der Nähe, explodiert und verursacht 1000% Waffenschaden pro Stapel von reißender Wind. Der 4er-Bonus ist stark genug, um uns durch diesen 20er GR zu tragen, allerdings ist einmal pro Sekunde, nachdem wir einen Gegner getroffen haben, nicht unbedingt eine sehr hohe Frequenz. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen was anderes mit eingepackt, mit dem wir ein bisschen Schaden verursachen können. Und ich muss sagen, auch der Mönch hat hier tatsächlich leichtes Spiel. Das Sun Wukus-Set ist bestens dafür geeignet, um auch nur mit dem 2er und 4er Bonus diesen 20er GR im Menü zu erledigen. Wir werden überhaupt keine Probleme haben, das abzuschließen. Und Leute, lasst euch das nochmal gesagt sein. Der Mönch wird wieder der stärkste Charakter in Saison Nummer 25 werden. Der stärkste Bild wird der Innersbild sein, der sich auf den mythischen Verbündeten verlässt. Darum soll es jetzt hier aber gar nicht gehen. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir das mit Sun Wukus machen. Ich habe hier in Kanais Würfel Gegenstände ausgewählt, die mir keinen Vorteil bringen. Ich habe hier ein Stäbchen, was Gewitterfront verstärkt. Gewitterfront habe ich nicht im Skillset. Dann habe ich hier eine Goldhaut dabei und Kimbos Gold. Beide funktionieren mit Gold. Wenn wir in einem GR unterwegs sind, fällt kein Gold. Dementsprechend bringen mir all diese Items hier überhaupt gar keinen Vorteil. Selbstverständlich habe ich hier auch sämtliche Paragon-Punkte entfernt, um wirklich den schlechtmöglichsten Fall hier zu simulieren. Das Gameplay dazu spiele ich euch gleich noch ein, zumindest einen Ausschnitt davon. Da könnt ihr euch auch nochmal anschauen, dass das super gut funktioniert und es überhaupt gar keine Probleme macht, damit einen GR20 zu erledigen. Das Skillset, welches ich jetzt hier verwendet habe, sieht wie folgt aus. Ich habe auf der linken Maustaste den Weg der 100 Fäuste mit Assimilierung belegt. Ich habe die Woge des Lichts mit Säule der Uralten auf der rechten Maustaste. Die 1 ist belegt mit Mantra der Überzeugung und Vernichtung. Auf der 2 finden wir den rasenden Angriff mit Quecksilber. Die 3 ist die heilige Einkehr mit Zuflucht. Und auf der 4 haben wir natürlich den reißenden Wind mit innerer Sturm mit dabei. Wir haben bei den passiven Fertigkeiten den mythischen Rhythmus, den Pfad des Wächters, die Unbeugsamkeit und die Harmonie mit eingepackt. Mit diesem Skillset, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem. Super, super einfach zu handhaben. Und sollte tatsächlich kein größeres Problem sein. Ihr werdet ohnehin, wenn ihr aus der Levelphase kommt, wahrscheinlich deutlich besser dastehen als mein Monk jetzt hier. Und trotzdem war es für mich überhaupt gar kein Problem. Gameplay spiele ich euch jetzt gleich ein. Dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Ich wünsche euch natürlich mindestens genauso viel Spaß und natürlich auch Erfolg in Saison Nummer 25. Bedanke mich hier super herzlich fürs Zuschauen. Leute, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. At
try and touch the States this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. On the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says a chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wife he want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. I said it before, I'm a 101. I just caught some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want that chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch?